Naturepreneurs Interview auf Google Hangout und das zweite Interview mit einer Frau. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Julia bei mir habe. Hallo Julia. Ja, hallo Martin. Ich freue mich auch dabei zu sein. Hier Ja, bei wir Google haben Hangouts, schon. auch das erste Mal. Okay. Großes Ah, Highlight hat ja super direkt funktioniert. Also wie gesagt, wir testen ja immer alle möglichen Sachen und dann sehen wir jetzt mal, ob Naturepreneurs auch auf Hangout funktionieren. Ja, heute. wir probieren ja schon länger ein Interview zu regeln. Schön, dass es jetzt geklappt hat. Ich glaube, du wurdest mir sogar empfohlen von einem der allerersten Interviewgäste, den ich hatte, Stefan Berns, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also du hast ja Free Days gegründet und das ist sowas wie Premium Outsourcing, wenn ich das richtig beschreiben darf. Ja, so könnte man es auch nennen, ja. Vielleicht stellst du es einfach kurz selber vor und erzählst was über dich und über Free Days. Genau. Also ich habe, da oben sieht man es, Moment, Free Days gegründet, genau. Seit Mai 2010 bin ich jetzt dabei. Also ist echt schon viel Zeit vergangen, es kommt einem noch gar nicht so lange hervor. Ja, und wir sind eine Agentur für virtuelle persönliche Assistenz. Das heißt, der vielbeschäftigte Unternehmer von heute kann einen Assistenten oder eine Assistentin bei uns buchen, die dann eben ja, unterstützend zur Seite steht, bei Zeitpressern hilft, Aufgaben abnimmt, von Recherche über Terminvereinbarung, ganz viel im Bereich neue Medien macht, Texte schreiben, Facebook-Seiten pflegen. Im Endeffekt immer ganz individuell, so wie jeder Unternehmer eben, was er für einen Job hat, was so die Aufgaben sind. Okay, super. Und wie hat sich das bisher so entwickelt? Also kannst du was dazu sagen? Wie viele Kunden habt ihr bisher? Ja, also wir haben, ich fange vielleicht mal so wirklich von Anfang an an. Ich habe selbst irgendwann mal alleine begonnen, im Mai 2010 in meinem Arbeitszimmer, wo ein Schreibtisch drin stand und sonst nichts mit meinem Laptop und ja, komplett ohne Kapital, also einfach mal losgelegt. Die Idee war da und umgesetzt, hatte dann auch Glück und hatte einen ersten Kunden, der uns sehr, sehr viel weiterempfohlen hat. Ja, und so ging das dann eigentlich relativ schnell. So von den ersten Kunden kamen die nächsten hinzu. Und es war mir eigentlich von Anfang an relativ klar, dass nicht ich als Assistent das so als One-Man- oder One-Woman-Show machen will, sondern dass es eben noch weitere Assistenten geben muss. Ja, und von da an begann dann die Suche nach den richtigen Assistenten, was ja auch nicht unbedingt immer einfach ist. Ja, und so gibt es uns jetzt, wie gesagt, seit knapp etwas über 2 Jahren. Und es hat sich ist schon viel passiert, klar. Also wir haben jetzt irgendwie mit knapp 350 Kunden zusammengearbeitet, sind natürlich auch viele dabei gewesen, die es irgendwo erstmal ausprobiert haben. Und ja, aber trotzdem auch ein ganz fester Kundenstamm dabei, der Monat für Monat fest mit uns arbeitet. Das ist toll, also ja, macht Spaß. Okay, und wie unterscheidet ihr euch jetzt von anderen Agenturen in dieser Art? Ich sage jetzt mal, das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Strandschicht. Ihr setzt euch ja schon etwas ab, also habt ein ganz eigenes Profil. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ja, also wir sehen immer mehr auch, also angefangen haben wir auch mit sehr viel Projektarbeit, aber wir gehen immer mehr zu dieser wirklich ganz persönlichen Unterstützung für den Unternehmer. Also dass man wirklich nicht nur, er sagt, ich habe jetzt hier meine Recherche, schickt das mit einem Briefing und wir erledigen das, sondern dass wir sagen, ein Unternehmer kommt zu uns. Wir führen erstmal ein Gespräch und gucken, was ist das denn für einer, was braucht er für eine Unterstützung, sowohl jetzt von den fachlichen Qualitäten als eben auch von den Soft Skills. Also welcher Mensch, eher jemand Kommunikatives, jemand, der ja irgendwie stupide Sachen abarbeiten kann. Also ist ja schon, gibt ja ganz unterschiedliche Profile auch. Dann gehen wir hin und lernen viele unserer Kunden auch persönlich kennen. Trotz virtuellem Arbeiten, einfach, dass man sagt, es ist einfach schön zu wissen, was ist das der Mensch dahinter. Und wir sind keine Roboter. Auch das wurden wir schon gefragt, ob virtuelle Assistenten ein Roboter sind. Ja, und dann beginnt die Zusammenarbeit wirklich ganz persönlich, ganz individuell, sodass der Unternehmer den Assistenten an seinen Ideen teilhaben lässt. Also
was geht gerade in seinem Kopf vor? Und ich bin auch der Meinung, man kann wirklich nur wirklich richtig gut unterstützen, wenn man so die Gedankengänge versteht. Also ich kenne es von mir selbst. Ich bin da ja auch so ein kreativer Chaot manchmal. Hab da sehr viele Ideen und ich kann nur dann Unterstützung brauchen, wenn er irgendwie diese Zusammenhänge kennt und dann auch selbstständig agieren kann. Also ich denke, das ist ein Punkt, der uns schon von den anderen unterscheidet. Okay, super. Das heißt, damit Free Days kommen wir sicher gleich nochmal drauf zurück, aber erstmal so den Anfang sozusagen haben wir gelegt. Die Leute wissen, wie bin ich an dich gekommen als Interviewpartner, nämlich für Leute, die sozusagen deinen Dienst benutzen und dich weiterempfohlen haben. Kannst du was über dich selber erzählen? Also wo kommst du her, wie bist du aufgewachsen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, sozusagen 2010 an diesen Anfangspunkt zu gelangen? Ja, genau. Wo komme ich her? Ich komme aus Limburg an der Lahn. Falls man das kennt, wer es nicht kennt, liegt zwischen Frankfurt und Köln. Ja, bin da auch aufgewachsen, habe danach ja eine Ausbildung gemacht, also eigentlich relativ klassisch als Fremdsprachenassistentin. Also ich komme da wirklich aus dem Assistenzbereich, war dann Vertriebsassistentin und als letztes eben Assistentin der Geschäftsleitung. Und ja, da kam ich auch auf die Idee meiner Gründung sozusagen. Denn das war so eine Stelle, also reine Prestigestelle. Erst kam das Handy, dann das Auto und dann die Assistentin. Und wenn man mich kennt, weiß man, dass ich so ein Mensch bin, ich brauche 150% was zu tun. Und da waren so 20, 30, jetzt mal böse gesagt. Ja, und das habe ich mir dann echt 2 Jahre angetan. Nur der Sicherheit willen, die man ja als Festangestellter wohl angeblich hat. Ja, dann kam die Wirtschaftskrise, also das hat jetzt nichts damit zu tun gehabt, aber das war irgendwie so der Punkt, wo ich auf das Buch die 4-Stunden-Woche gestoßen bin. Und dann dachte ich, okay, interessant, ich weiß nicht mal, wie es kam, also irgendwie kam mir das über den Weg. Hab's dann gelesen und das erste Mal von virtueller Assistenz gehört und das mal gegoogelt und dann Blogs und Foren gefunden, wo Unternehmer sagen, warum gibt's denn das bei uns hier in Deutschland nicht? Also es gibt ja in den USA seit 20 Jahren. Wir sind da ja noch so am Pionierarbeit leisten, regelrecht. Ja, und so ist die Idee geboren. Dann habe ich mich noch so ein paar Wochen, Monate, weiß ich gar nicht mehr genau, rumgequält. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, es reicht, ich kündige. Ja, und habe mein eigenes Ding gemacht. Und es haben zwar alle gesagt, du hast sie nicht mehr alle. Sitzt gerade Freunde und Bekannte und Familie. Und keine Sicherheit und Selbstständigkeit ist eh ganz böse. Ja, aber ich habe es nie bereut. Also ich will nie mehr zurück. Ja, das war so die Geschichte dahinter. So Thema Sicherheit, wie war das dann in dem Moment? Also du hast dich ja dann entschieden, sozusagen das nicht parallel laufen zu lassen, sondern halt sozusagen direkt voll reinzuspringen. Was hat sozusagen diese Entscheidung forciert? Wieso hast du dich dafür entschieden? Also ich bin grundsätzlich der Meinung, man kann Dinge nur entweder ganz oder gar nicht machen. Also so dieses so nebenbei ist immer so eine Sache. Also wenn ich das allein schon vom Kundenkontakt her, wenn ich den ganzen Tag arbeite und irgendwie erst um 18 Uhr zu Hause bin, ist es halt schwierig, mit den Kunden zu kommunizieren. Das ist jetzt so grundsätzlich meine Einstellung. Und dann muss ich natürlich sagen, ich hatte damals, wie lange war es, 9 Monate den Gründungszuschuss bekommen. Ist natürlich schon, erleichtert es schon, wobei 9 Monate nicht lange sind, das muss man halt auch sagen. Also man muss dann schon gucken, dass man zu Potte kommt. Und ja, schlimmerweise ist es ja irgendwie so, dass es im Moment gar nicht mehr so einfach ist, den zu bekommen, so wie ich das irgendwie mitbekommen habe. Das erschwert es natürlich schon. Also wenn man jetzt direkt loslegt, ohne Geld zu haben, ohne zu wissen, wie bezahle ich meine Miete, ja, so 9 Monate ist dann schon nochmal eine gute Unterstützung gewesen. Ja, und danach war es dann vorbei und dann musste es halt auch so gehen. Ja, von daher musste man dann Gas geben. Was bist du so für ein Typ? Erzähl uns so ein bisschen was über dich. Wie beschreibst du dich selber? Wie beschreiben dich Leute, die du kennst? Also was für eine Art Person bist du? Naja, ich bin schon ein sehr lebhafter Mensch, habe, wie ich schon vorhin sagte, gerne immer was zu tun, sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben. Jetzt meinst du eher so privat, was ich so mache neben meinem Business oder ja?
Ja, einfach Okay. so, was bist du so für ein Mensch im Business und privat? Okay, also privat spiele ich Theater und meine ganz, ganz große Leidenschaft ist das Segeln. Also für alle Segler können mich verstehen, das ist so auch gerade zum Abschalten ganz, ganz toll, auf einem Segelschiff zu sein. Und ja, das ist so mein Privatleben und ansonsten Freunde treffen, was man eben so macht. Ja, und ein ganz großer Teil meines Lebens ist natürlich meine Arbeit, klar, Readays. Und da bin ich auch immer mit Kunden unterwegs, mit Assistenten auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ja, natürlich auch viel vom PC. Klar, das gehört auch dazu. Also auch eigentlich sehr abwechslungsreich, wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Segeln, abschalten, was bedeutet dir das? Also, wieso findest du das so wichtig für dich? Naja, also ich bin schon ein Mensch, der immer über irgendwas nachdenkt oder irgendwo dabei ist. Und es gibt ganz wenige Momente in meinem Leben, wo ich wirklich sage, da kann ich abschalten. Und Segeln ist einfach so was, also man legt wirklich ab und von dem Moment an ist alles egal. Also es geht nur noch darum, wie ist der Wind und was gibt es zu essen und haben wir auch genug Wein dabei. Jetzt mal so gesagt. Und das ist schon. Ja, ganz wichtig auch, also dass man wirklich mal so von diesen ganzen Gedanken wegkommt. Ja, man macht das eigentlich viel zu selten, also man müsste viel öfter segeln gehen. Ja, um auch mal wieder zu sich selbst zu finden. Und Arbeit ist ja auch nicht alles, auch wenn ich jemand bin, der wirklich viel macht und tut, aber das Leben steht dann noch aus anderen Dingen. Und was fasziniert dich am Theaterspielen? Vielleicht kannst du kurz sagen, was für eine Art Theater machst du? Ja, also schon Laientheater, eher so klassischere Stücke haben wir gespielt, wie der eingebildete Kranke ist vielleicht ein Begriff. Also wenn man mich googelt, findet man eben auch allerlei Artikel zu dem Thema. Und Improvisationstheater ist ein weiterer Punkt, was ich total spannend finde. Also einfach sicherlich auch mal in Rollen zu schlüpfen. Da ist man im Improvisationstheater natürlich noch viel freier, dass man einfach keinen Text lernen muss und da nicht irgendwie so an ein Stück gebunden ist. Ja, finde ich einfach toll. Also macht Spaß, mal andere Personen zu verkörpern. Ja. Okay. Was bedeutet für dich Erfolg? Erfolg, ja, bedeutet schon sehr viel. Also man, ja, ich tue ja all das, was ich tue, um halt erfolgreich zu sein, um weiterzukommen. Ich bin auch jemand, der sich sehr große Ziele steckt oder immer groß denkt, auch gerade am Anfang, das kann ich vielleicht auch ihr den Zuschauern mitgeben, also denkt auf jeden Fall groß, am Anfang werden euch alle bremsen und sagen, ach nee, und ach du machst gerade so, als ob du eine Weltfirma bist, nee, natürlich bin ich nicht, aber will ich irgendwann mal sein, also ja, Erfolg ist schon sehr wichtig. Woran misst du das? Also, wenn du dann so auf den letzten Monat zurückguckst und du fragst dich, war es jetzt erfolgreich oder nicht, woran machst du das fest? Also ich messe das nicht am Geld, wenn du das jetzt meinst. Natürlich Umsatz und so ist sicherlich auch ein Faktor, woran viele das messen. Aber Erfolg ist für mich viel mehr, auf einer Messe zu sein und jemand kommt vorbei und sagt, ja, Free Days kenne ich. Also das ist halt einfach toll. Das ist Erfolg, Bekanntheit zu bekommen und natürlich irgendwo zu wachsen, klar. Was ist dein Ziel? Also, wenn du jetzt sagst, große Ziele haben, was ist dein Ziel? Mein ganz persönliches, meinst du? Ja, also mein ganz persönliches Ziel ist, mich mehr, noch viel mehr aus dem Tagesgeschäft rauszukommen, unterwegs zu sein und wirklich so den Gedanken nach außen zu tragen. Also wir haben ja wirklich so das Problem, dass keiner weiß, was es uns gibt. Also was sind virtuelle Assistenten? Alle, die uns vielleicht brauchen, sind eben vielleicht auch nicht so internetaffin wie du oder ich. Und wissen nicht, dass es uns gibt, und da einfach den Gedanken nach in die Welt zu tragen, sagen wir es mal so, ja. Also da sehe ich mich in den nächsten Jahren auch. Wie triffst du Entscheidungen? Also du hast ja gesagt, du hast dich jetzt dann entschlossen, einfach jetzt dann loszulegen. So, was ist dein normaler Entscheidungsmodus? Hörst du eher auf dein Bauchgefühl? Denkst du Sachen eher durch? Wie sieht Also es bei ich dir höre sehr aus? viel auf mein Gefühl und ich muss sagen, das hat immer recht. Also oft, wenn man
vielleicht jetzt auch mal an irgendeinen Kunden kommt oder so, wo man am Anfang denkt, mein Gefühl sagt mir, das passt nicht, das wird nichts. Aber es spricht eigentlich jetzt so rein vom Kopf her nichts dagegen. Aber das Gefühl hat immer recht. Also ich treffe sehr viel Entscheidungen aus dem Gefühl heraus und natürlich kann man, muss, sollte man auch mal drüber nachdenken, das ist schon klar, aber so diese Grundstimmung ist schon gut aufs Bauchgefühl zu hören. Also das hat mich selten verlassen. Ja. Hattest du schon mal so gewisse Situationen, wo das vielleicht so im Konflikt war? Oder kannst du irgendwie ein Beispiel dafür geben? Ja, ich überlege gerade ein Beispiel. Also schon irgendwie, jetzt, was ich gerade beschrieben hatte, so eine, ja, eine Situation mit einem Kunden, dass das Gefühl irgendwie gesagt hat, lass es besser sein. Und der Kopf sagt dann, ja Blödsinn, der will jetzt hier, der ist jetzt hier, der will mit uns zusammenarbeiten, also warum sollte man dann sagen, nee, wir lassen es lieber. Aber das hätte man aufs Gefühl gehört, hätte man sich einiges an Ärger erspart. Ja, das ist vielleicht so eine Situation gewesen, ja. Okay, super. Was für Leute haben dich inspiriert? Also du hast gerade schon gesagt, du hast dieses Buch von Timothy Ferris gelesen, The 4-Hour Work Week. Was waren andere Leute oder Gedanken, die dich inspiriert haben? Na, jetzt an Büchern sind es wahrscheinlich schon so die Klassiker. Professor Faltin ist natürlich auch noch Kopf schlägt Kapital, was gut dazu gehört. Stefan Mehrath, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, das sind natürlich auch ganz spannende Bücher. Und ansonsten neben diesen prominenteren Unternehmern oder wie auch immer, muss ich wirklich sagen, so der Kontakt mit anderen kreativen Unternehmern oder Entrepreneuren, also das ist, denke ich, wirklich eine ganz große Inspiration, ob das jetzt Kunden sind, Geschäftspartner, man trifft sich und man sitzt da und man spinnt Ideen und man merkt einfach, wir sind doch irgendwie alle auf der gleichen Welle, also man hat die gleichen Sorgen, man hat die gleiche Freude und ja, eigentlich sind wir doch alle gleich. Ja, das bringt halt einfach ganz viel Inspiration und man ist dann auch wieder so motiviert. Also ich denke, es ist ja auch immer, wenn man doch so alleine am Kämpfen ist, also man hat zwar sein Team, aber es ist ja schon nochmal was anderes, dass man einfach da immer wieder so die Motivation sich rausholt. Also finde ich eine ganz tolle Sache. Ja, müsste man viel mehr machen. Und noch besondere Leute oder Persönlichkeiten, die dich inspiriert haben oder vielleicht auch Leute, von denen du gerne mehr wissen möchtest, die du gerne auch im Interview mal hören möchtest. Du meinst jetzt bei dir? Zum Beispiel, genau. Ja, also Tobias Knof, ich denke, kann man auch beim Namen nennen, ist ja ein guter Kunde und mittlerweile Geschäftspartner von mir. Jemand, der, den ich auch letztens in Potsdam besucht habe, also wir sind da auch immer schön am Ideenspinnen. Und ansonsten eben, also Stefan Mehrath wäre doch bestimmt mal ganz interessant, weil ich ihn gerade genannt habe. Professor Faltin war, glaube ich, noch nicht bei dir. Ansonsten habe ich da sicherlich einige Kunden, die ich gerne mal schicken kann. Ja. Ja, würde gut, ja, du kannst ja mal dein Kundenportfolio durchgucken, ob da besonders interessante Leute drin sind. Du hast ja doch ein bisschen mehr Einblick in die Geschäftstätigkeiten als viele Leute von außen. Dann kannst du mir natürlich immer gerne Leute vorschlagen. Es muss auch nicht unbedingt immer sein, nur finanzieller Erfolg. Also auch Leute, die einfach was bewegen, sind herzlich willkommen bei mir im Interview. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade relativ neu eine Kundin, ein sehr inspirierender Mensch, sie ist eine ehemalige Echo-Gewinnerin, also wirklich aus so einem ganz anderen Bereich, Pianistin und wo man erstmal so denkt, okay, mit Musik, also ich bin total musikalisch unbegabt, habe ich jetzt nicht so viel am Mut, aber wenn man es runterbricht, ist es dann doch irgendwie wieder das Gleiche. Also sie hatte das Ziel, den Echo zu gewinnen, so wie wir Unternehmer eben irgendwelche anderen Ziele verfolgen. Also der Weg ist irgendwo immer der gleiche, ja. Also das wäre vielleicht auch mal eine ganz andere Kategorie von Personen. Ja, okay, ja. Super. Für Tipps, vielleicht so drei Tipps kannst du Leuten geben, die heute anfangen wollen, ihr Business zu entwickeln, auf ein neues Level zu bringen, vielleicht auch Tipps von Sachen, wo du gesagt hast, ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir viel Zeit und Arbeit erspart.
Also der allerwichtigste Tipp finde ich immer, ist, wenn man eine Idee hat, dran glauben und anfangen. Also es gibt ja, ich finde nichts Schlimmeres als diese Gründungsberatungen, die es da irgendwo gibt, wo sich dann so ein Steuerberater hinstellt und sagt, ach, eigentlich ist das ja alles ganz böse, weil wenn ihr das und das und das nicht beachtet, dann passiert irgendwas ganz Schlimmes. Also ich habe wirklich im ersten Jahr oder anderthalb Jahre immer gesagt, es ist doch so einfach. Warum macht das nicht jeder? Also, was ist daran schwer? Okay, mittlerweile gibt es schon Herausforderungen, wo ich auch sage, okay, das ist schon eine Herausforderung wirklich. Aber also anfangen, das ist so das Erste. Als Zweites wirklich sich Verbündete suchen. Also ich glaube, ob es jetzt eine Art Mentor ist oder gute Geschäfts- und Kooperationspartner, kreative Unternehmer, mit denen man sich austauschen kann, weil die Familie und die Freunde aus dem Angestelltenverhältnis werden das nicht verstehen. Das ist so meine Erfahrung jedenfalls. Ja, und der dritte Tipp, gut, jetzt bei mir ist natürlich ein gutes Team aufbauen, das da ist, das einen unterstützt und ja, wirklich Dinge auch abgeben. Also ich denke, da bin ich nicht anders. Also man sagt ja, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ich stecke auch noch in viel zu vielen Dingen drin, von denen man sich lösen muss. Und ich weiß auch, wie schwer es ist, sich davon zu lösen. Aber um wirklich was Großes zu erreichen und zu wachsen, ja, kann man eben nicht alles machen. Verzettelt man sich. Am besten schon von Anfang an so aufbauen, dass man Dinge auslagern kann. Kannst du, ich Ja. meine, da bist du ja in gewisser Weise Expertin für, kannst du zum Thema Teamaufbau abgeben und Strukturen so aufbauen, dass sie ja, outsourceable und skalierbar sind? Kannst du da noch ein bisschen mehr sagen? Wie muss man Prozesse, Produkte, Dienste planen, dass man tatsächlich später schnell wachsen kann und auch, sag ich mal, solche Dienstleistungen, wie du sie bietest, sehr gut integrieren kann in sein eigenes Business, ohne dass man alles wieder umdenken muss? Ja, also ein ganz wichtiger Punkt ist, wie du auch schon sagtest, wirklich Prozesse zu schaffen. Also am Anfang ist man ja doch sehr, man fängt halt erstmal an und man weiß ja auch irgendwo alles und hat das alles in seinem Kopf an Wissen und man macht es halt so irgendwie und dann kommt plötzlich so der erste Mitarbeiter dazu und dann fangen halt viele an und sagen, okay, der kriegt, das ist toll, jetzt habe ich einen ersten Mitarbeiter, der kann jetzt alles machen, was ich nicht gern mache, also Buchhaltung und diesen, und dann sagt er, ja, und wie soll ich das machen? Und dann, da man es ja nicht gewöhnt ist, sagt man dann, ja, ist mir egal, mach halt. Also macht halt, dass es richtig gemacht ist. So, und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Und irgendwann ruft ein Kunde an und sagt, oh, ihr seid ja ein Saftladen und da ist irgendwas ganz Schlimmes, Dramatisches passiert. Und dann merkt man halt, okay, also man ist ja schon besser, den Weg vorzugeben. Von daher wirklich so den Strukturen zu schaffen, auch Aufgaben wirklich mal runterzuschreiben. Wenn ich jetzt einen Support, was sind es für Aufgaben? Also eine Anfrage kommt rein, wie reagiert man, wie geht man damit um, was ist so der Idealfall? Also man hat das ja alles so in seinem Kopf, wie gesagt, und wenn man das mal runterbricht, merkt man, dass es doch ganz viele Punkte sind, die erstmal geklärt werden müssen, dass jemand wirklich das auch so ausführen kann, dass es gut ist, ja. Also das ist ganz viel Strukturen schaffen, sich auch Gedanken machen, jetzt, ich sage jetzt mal, wie eine Art Organigramm erstellen. Klar, man selbst ist halt erstmal, man ist der CEO, man ist Vertrieb, man ist Marketing, ja, man ist alles, aber um zu überlegen, was beinhaltet denn die einzelnen Bereiche, und um dann irgendwann zu sagen, ich kann es ersetzen durch jemand anderen. Ja, und eben nicht so dieses, mach mal kreativ, wie du denkst. Ja. Ja, und das hat, denke ich, auch viel damit zu tun, mit dass man sich bewusst wird, dass man für sein eigenes Business eben die Verantwortung übernehmen muss und dass man diese Verantwortung letztendlich nicht abgeben kann. Man kann Genau, ja. zwar Mitarbeiter beschäftigen oder man kann Sachen outsourcen oder so, aber als Gründer ist man immer letztendlich für jeden kleinen Pipifax selber verantwortlich Genau. und einfach der Weg, wie man diese Verantwortung übernimmt, der verändert sich halt. Also es geht halt nicht dadurch, es geht nicht um die Handlungsverantwortung, sage ich mal, also dass man jetzt das selber alles gut macht, sondern es geht um die System- oder um die Prozessverantwortung. Das heißt, dass man sozusagen das System so einrichtet und die Prozesse so überwacht, um auch überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, die Verantwortung
zu übernehmen. Und das heißt ja tatsächlich, Verantwortung bedeutet ja, dass man antworten kann auf Fragen, auf schwierige Fragen. Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass man die nötigen Informationen auch hat, um überhaupt antworten zu können. Ja, klar. Und ja. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen sowas drüber erzählen, wie das bei dir ist. Also was sind so typische Informationen über dein Business, die du auf jeden Fall willst, dass die bei dir zusammenlaufen, auch wenn du Mitarbeiter hast, die die entsprechenden Prozesse ausführen? Also grundsätzlich steckt man natürlich in allen Sachen noch drin. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel, um mal irgendein Beispiel zu nehmen, ich habe irgendwo eine Idee, wir könnten jetzt dies und das machen. Und dann macht es mir persönlich ganz viel Spaß, das so auszuarbeiten und den ersten Anstoß zu geben. Und wenn man dann jetzt einen Assistenten hat, in dem Fall, der an diesen ganzen Gedankengängen mit teilnimmt, vielleicht sich mit einbringt, wie auch immer, und irgendwann das Projekt dann an so, sich übernimmt und sich darum kümmert, dass es eben gemacht wird. Ja, aber trotzdem ist man natürlich involviert, dass man einfach Ergebnisse sieht, dass man guckt, geht das in die richtige Richtung. Also da stecke ich schon im Moment noch in allen Sachen drin. Also es gibt noch keinen Bereich, wo man sagt, selbst die Buchhaltung, also muss man sich die Zahlen irgendwo angucken. Und ich denke, das ist auch wichtig und gut. Also ich werde auch ganz oft gefragt, für Gründer gerade, die frisch gründen, ihr seid mir zu teuer. Und dann kommt das so das Erste. Und mittlerweile bin ich auf dem Standpunkt, ja, wir sind es auch. Also ich habe es am Anfang auch alleine gemacht. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, wirklich alleine erstmal anzufangen, so zu gucken, wie soll das denn überhaupt gemacht werden, und dann irgendwann in der nächsten Phase, wenn Geld geflossen ist, wenn das ganze Business wächst, dann zu gucken, indem man vorher schon die Strukturen geschaffen hat im Idealfall, dass man dann sich entsprechende Mitarbeiter, Assistenten, wie auch immer, ins Unternehmen holt. Ja. Ja, und ich vielleicht an der Stelle nochmal zwei Tipps zu oder drei Tipps zu Software, die mich wirklich da sehr viel weitergebracht hat. Das eine ist XMind. Das ist also ein sehr gutes Mindmap-Tool, das sowohl auf Windows als auch auf Mac gut funktioniert und kompatibel ist zu diversen iPad-Apps, zum Beispiel zu iThoughts HD, und am besten kombiniert mit einer Dropbox, dass die ganzen X-Minds in der Dropbox liegen, dann hat man die auch tatsächlich überall verfügbar. Der zweite Tipp hier ist Zendesk, ein wirklich sehr gutes Tool für den Support, und das gibt es schon in der kleinsten Variante, ist dann auf 3 User beschränkt, diverse Limitationen, aber für den Anfang völlig okay, $20 im Jahr. Und hier lassen sich tatsächlich Support- und Kommunikationsprozesse abbilden. Und es bietet die Möglichkeit, jetzt hier, das war natürlich schlau, mein Telefon. also dieses Service Zendesk bietet eben die Möglichkeit, Kundenkommunikation und Fragen so zu gestalten, dass andere sich da sehr einfach einarbeiten können. So eine Art Support-Forum, die aber wunderbar auch über E-Mail funktioniert, als Ticketsystem mit, ja, guckt es euch an. Also kann ich sehr empfehlen. Ja, ich und der dritte das, Tipp, den ich da empfehlen. Jetzt hier noch habe, ist okay. der dritte Tipp, den ich noch habe, ist Lucidchart. Lucid, L-U-C-I-D und dann Chart. Was wunderbar geeignet ist, um so, wie du schon gesagt hast, diese Organisationen oder Workflows, Prozesse grafisch abzubilden. Und mit diesen drei Tools und vielleicht dann noch so ein Whiteboard dazu oder irgendwas, wo man tatsächlich dann einfach Stift und Papier, das ist ja auch manchmal ganz praktisch, damit kommt man schon recht weit in der Visualisierung der verschiedenen Prozesse. Ja, also ich denke auch, es gibt so viele Tools, man muss die Welt echt nicht neu erfinden. Also man braucht eigentlich, man muss sich natürlich irgendwo für sein Business so die wichtigsten online-basierenden Tools suchen, und dann kann man ja auch ortsunabhängig Mitarbeiter einbinden. Also ja, wir können ja alle über das Internet drauf zugreifen, und es erleichtert es schon, ja. Also da gibt es ja total viel gute Dinge. Könnte man auch mal einen Blogpost drüber machen. Alle tollen Online-Tools.
Also ich kann ja vielleicht noch mal was sagen, verschiedene Sachen, wie ich outsource. Was ich zum Beispiel outsource, ist, ich source alle meine Blogposts aus. Die englischsprachigen gehen an, also ich habe so ein Diktiergerät mit so einem Ansteckmikro, und wenn ich dann im Auto sitze, spreche ich meine Blogposts ein. Die englischsprachigen gehen an meine Mitarbeiter in den Philippinen. Und die Deutschen gehen an ein Transkribierungsbüro, ja, also Leute, die das einfach tatsächlich abtippen, sehr gut und ja, deutlich fehlerfreier, als ich das jemals schreiben könnte. Ich bin so der, ich bin nicht so der Rechtschreibtyp. Und ja, meine anderen Mitarbeiter posten das dann einfach auf dem Blog. Also das ist schon schon sehr praktischer Workflow. Und da ist auch die Idee für ein Produkt entstanden, was es demnächst geben wird. Das heißt Telefonblogging. Ja, das ist eben der komplette Workflow sozusagen. Ich sag mal, das, also auch eine Dienstleistung, die ihr praktisch auch bietet, aber als kleines Produkt rausgenommen, eben die Möglichkeit, dass Leute eine Telefonnummer wählen, anrufen und dann dort einfach ihren Blogpost einsprechen können, und der wird dann meistens wird es gewünscht, den als Entwurf zu veröffentlichen, sodass die Leute dann halt nur noch auf OK klicken müssen, um den tatsächlich in ihrem Blog zu veröffentlichen. Okay, auch toll. Ja, wenn du so die erste Idee schon hast und das, also du sprichst es dann wirklich komplett ausgetextet oder texten die das dann noch fertig? Also das ist ja meistens so, dass der Blogpost an sich, wenn er eingesprochen wird, noch nicht 100% ist. Also Deshalb, ich denke, ja. ne, ich habe sicher 50 bis 100 Blogposts gebraucht, bis ich so das in meinem Kopf schon so habe, dass ich das durchsprechen konnte. Und dann selbst dann ist es oft so, dass ich dann denke, ah, Moment, hier noch eine, in der Einführung muss noch das und das rein, hier muss noch das und das rein. Ja, das ist dann so, dass das Transkribierungsbüro, die schreiben das einfach alles runter, und meine Mitarbeiter, die sind dann so schlau, die kennen sich auch mit Blogging aus und entsprechend mit SEO, ja, dass sie dann noch basteln, dann noch Subüberschriften zu den verschiedenen Alineas, was heißt das denn auf Deutsch, Abschnitten, und sorgen dann eben dafür, dass dann da noch entsprechende Sachen auch verlinkt werden und so weiter. Also das ist ganz, ja, wie soll ich sagen, das ist ganz schön. Ich finde es immer gut, Experten für eine Sache zu haben. Zum Beispiel diese Leute, mit denen ich jetzt zusammenarbeite in Südafrika, die können einfach super gut abtippen. Den schicke ich das MP3, am nächsten Tag kommt der Text zurück, perfekt. Und entsprechend aber halt andere Leute, die sich dann auskennen mit Tags und Kategorien und Subüberschriften und SEO und ja, so ein bisschen dem Format-System, was ich beim Bloggen benutze, warum, was, wie und was entsteht daraus. Also es ist einfach so ein ganz normales Format, was ich für meine Blogposts benutze, was lernpsychologisch optimiert ist. Und was ich dann auch probiere, in den Blogartikeln für andere Kunden anzuwenden. Ja klar, da brauchst du immer, am besten ist es wirklich so die Dinge so zu verteilen, dass eben jeder das macht, was er am besten kann. Es gibt halt Leute, die tippen total gerne und total schnell und jemand anderes kennt sich eben mit Suchmaschinenoptimierung aus. Ja, das ist halt, man kann nicht alles können und soll auch gar nicht, ja. Ja, das ist, denke ich, ein super Schlusswort und auch irgendwie so die Philosophie wahrscheinlich von Free Days. Ne? Jeder soll das machen, was er am besten kann. Julia, wenn die Leute jetzt aus dem Interview eine Sache mitnehmen für ihr Business, für ihren Weg zum Erfolg, was wäre das? Was ist deiner Meinung nach das, was du gesagt hast, was sozusagen am wichtigsten ist? Naja, einmal so dieses Thema, man kann eben nicht alles machen und man sollte es auch gar nicht versuchen, was auch unser Schlusswort war, und darüber hinaus auch wirklich so, so gerne wir alle arbeiten, auch manchmal Zeit zu sparen, indem man Dinge auslagert, um in Urlaub zu fahren, sich um die Familie zu kümmern,
Ich meine, Arbeit ist eben auch nicht alles. Und ich glaube, das ist in Deutschland auch oft noch so, Unternehmer selbst und selbstständig, also wir sind immer am Arbeiten oder man wird gemessen daran, also gerade wir eher Kreativeren sind ja meistens irgendwie vom 9, 10 Uhr bis dann in den Abend hinein erreichbar, während dagegen so die früh da sind, die schaffen auch viel. Also, dass es halt totaler Blödsinn ist und, oder dass man auch nicht arbeiten muss, indem man immer am Rechner sitzt. Also viele kreative Dinge kann man viel besser woanders entwickeln. Ja, das waren jetzt viele Schlusswörter. Ja, gut. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview bei dir und Ja, ich danke dir, Martin. wünsche dir viel Erfolg bei allen Dankeschön. möglichen Projekten, die du hast. Wer mehr über dich erfahren will, denke ich, kann dich wahrscheinlich einfach googeln und wird dann auf diverse Seiten stoßen, unter anderem auf Freedays, wo mehr Informationen über dich zu finden sind. Genau, da ist ein, wenn man mich googelt, findet man einiges. Genau. Ja, danke dir. Okay, dann wünsche ich euch alles Gute. Wie gesagt, kommentiert, stellt Fragen. Wir sind gerne dazu bereit, natürlich einige Themen noch weiter auch in den Kommentaren zu vertiefen und sind dafür auf eure Mitarbeit, eure Inspiration angewiesen. Wenn Fragen entstehen, werde ich die an die Julia weiterleiten und dann Gerne. sorgen wir dafür, dass die zeitnah gelöst werden. Alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Tschüss.